Sehr, sehr gut. Und sehr interessant auch. Weil ich spiele Basketball, ich habe noch nie Basketball gespielt. Hier anzukommen und diese Sprache zu lernen. Die Sprache ist anders und die Sprache ist schwer. Und die Sprache ist aber nur ein Baustein, der zu diesem Weg dazugehört, hier anzukommen. Und ja, Moment, genau, Zukunft. Grundsätzlich waren sie ein bisschen befremdet. Die Sprache ist doch nicht so ganz einfach. Auch manchmal für sie sehr falsch, weil sie lernen ja gerade richtiges Deutsch und das hat sie natürlich ein bisschen befremdet. Wobei sie aber eigentlich auch festgestellt haben, dass es lustig ist und Spaß hatten, da auch ein bisschen herauszufinden, was bedeutet das denn oder worum geht es da eigentlich? Dass es unterschiedliche Menschen sind und dass wir jeden Einzelnen erstens kennenlernen müssen, um klar festzustellen, wo wir verbessern können oder wo wir noch unterstützen können. Dom, 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 dom. Dof, 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 dof. Dau, 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 dau. Wir haben uns vorgestellt, gegenseitig, und versucht herauszufinden, welche Energien gibt es im Raum. Haben uns gegenseitig so ein bisschen abgetastet, das heißt also herausgefunden, wie weit sind die Jugendlichen in puncto deutscher Sprache, wie gut sprechen sie Deutsch, haben die ersten Gedichte gelesen und mal herausgefunden, wie nähern sie sich dem Ganzen an, haben festgestellt, sie haben Spaß dabei und sie sind recht schnell auch auf unsere Vorgaben eingestiegen. Und wir hatten eigentlich schon nach den ersten Stunden das Gefühl, das wird eine gute Sache. Das, ja, Freundin, das Ziel. Freundin, das Ziel. Freundin, das Ziel. Frieden. Und ich hoffe, dass ich will mit meiner Schule fertig machen und dann, also ich will nur sowieso weiterarbeiten. Und wenn ich Arbeit anfange, dann, ja, ich glaube, das ist so gut, wenn ich weitermache. Aber ich will auch immer weitermachen. Dort lernen und, also, wie gesagt, ich will immer weiter. Bis Ende. Anderer Bereich jetzt gerade, was die Kreativität angeht oder den kulturellen Teil, das war ja auch nochmal so ein Eindenken in die Welt von den Jugendlichen. Also zum einen, was könnte sie interessieren, was könnte für sie wichtig sein, und das war dieser Vorbereitungsprozess, und dann ist jetzt einfach dieser praktische Teil, wo man sieht, ja, passt das überhaupt, also die Gedanken, die man hatte in der Theorie. Ist das wirklich was, was die Jugendlichen interessiert, womit sie was anfangen können? Also es ist ein Stück, die eigene Gedankenwelt kommt in Kontakt mit der Realität, und das ist wichtig. In Deutschland zu sein, ist für mich ein Sicherheitsland. Und besser als mein Land, weil in meinem Land Krieg gibt es. Und hier ist ein Sicherheitsland. Und kann ich hier in Deutschland mich verbessern? Also der Inhalt ist folgender. Es sind zwei Wochen, jeweils eine ganztägige Veranstaltung, in der vormittags immer 3 Stunden Deutschunterricht laufen. Dann gibt es eine Pause zur freien Verfügung. Und am Nachmittag haben wir einen Kreativteil bzw. einen Sportteil. Und in diesem kreativen, kulturellen Teil, da ist ja, Theater, Schauspiel, Workshop, wo die Jugendlichen einfach ihre Persönlichkeit ein bisschen einbringen können, auch vielleicht Stimmungen oder
Gefühle verarbeiten können. ¿Puedes dar la bandera así? Sí. ¿Cómo nos vamos? ¿Sí? A ver, bueno. Ich denke, das ist noch ein bisschen schwierig. Ihnen ist die Kunst in dem Ganzen noch nicht so ein Begriff und nicht so geläufig. Ich weiß nicht, wie viel Sie schon zu tun hatten mit Dichtern, mit Literatur überhaupt oder Kunst allgemein. Und Sie beziehen es natürlich sehr auf Ihre persönliche Situation und stellen es weniger in den Zusammenhang der Kunst. Und dadurch ist es Ihnen doch noch ein bisschen fremd, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ungefähr zwei Wochen und so. Wir haben letzte Woche etwas Gutes gelernt, aber Theater und die Sprache und Basketball, das macht mir Spaß und ich kann nicht meine Zeit ohne Bedeutung nicht benutzen. Ja, es gibt eben diesen sportlichen Teil, wo sie gemeinsam Basketball spielen und ja, das ist natürlich auch was ganz Wichtiges. Man braucht einen körperlichen Ausgleich, man kann diesen Teamgedanken entwickeln und ausleben, man kann gewinnen und einfach gemeinsam was tun. Durch Sport haben Sie eine weitere Freude kennengelernt und das hat Ihnen unglaublich gefallen. Und deswegen sollten wir das auch beibehalten und weiter ausbauen, dass Sie auch Sport von seiner schönsten Seite am liebsten sich verlieben werden. Also, das wäre das Schöne.